Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Nun, ja, für mich ist es schon wieder Ewigkeiten her, für euch ja eher nicht. Die letzte Folge kam für euch gestern. Ich habe, glaube ich, erst vor ein oder zwei Wochen habe ich das jetzt aufgenommen, weil bei der Hitze draußen, ich habe eine Dachgeschosswohnung. Und ja, mein Zockerzimmer ist nicht gerade ein großer Raum. Ich muss das Fenster zumachen, wenn ich aufnehme und dann heizt natürlich die PlayStation und die Geräte, die hier drin sind, noch ordentlich ein. Macht nicht allzu viel Spaß. Falsche um die Falsche. Falsche? Falsche? Falsche. Wie spricht man das eigentlich aus? Das ist ein Falsche. Falsche. Ich muss erstmal wieder. Viereck. Viereck ist hocken. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich spiele zu viele Spiele, es tut mir leid, ich muss echt erstmal wieder reinkommen. So, nehmen wir alles mit. Super schick. So, und der hat ja, der habe ich ja extra so ein Ding runtergeschossen. Ich glaube, dass die wichtig sind. Oh, schön. Wächterlinse. Aber wo ist das, was ich im Bett geschossen habe? So. nee, das nicht. Karte, Quest, Herstellung. Munition, Reisen. Was ist das hier? Schnellreisepaket, Vorräte für lange Reisen, Tragkapazitäten. Vergrößere ein Outfit. Outfitbeutel Upgrade. Erhöht die Outfit. Outfit-Inventarkapazität. Tja, ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, was wir hier brauchen, aber ich würde jetzt einfach mal. Haben wir das jetzt? Ich denke, das kann auch nicht schaden. Okay, Abriss, wenn du. Was heißt denn Abriss? Das macht immerhin zwei, aber. Ich glaube, das hier ist sowas ähnliches wie Schaden. Und dann machen wir halt hier noch. Gut, Fertigkeiten. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ich glaube, ich interessiere mich für. Oh, das ist eigentlich sehr nützlich. Wollen wir das nehmen oder nehmen wir das? Ich würde das hier nehmen. Konzentration. Ich glaube, das wird nützlich sein. So, das haben wir. Ich trinke mal einen Schluck. Moment.
So. Ich bin mehr als bereit für dich. Der ist weg, glaube ich, oder? Ein bisschen auf der Jagd sein. Das kann ja nicht schaden. Dieses Gespräch sieht so seltsam aus. Maschinenkern. Aber wir wollen ja auch heute noch ein bisschen was erreichen. Hört ihr das? Ich glaube nicht, dass ich dahin soll. Quests Haupt. Mhm. Die Spitze Speer, ach, das ist die Hauptquest. Rede mit Kars und Falch um meine Stolperfalle. Dies. Aktiv, dann können wir das machen. Gut. Das klingt dort auch irgendwie groß. Explosionen und Geschrei außerhalb des Beckens. Was da wohl los ist? Können wir da hin? Eher nicht wahrscheinlich. Mutterberg. Haben wir eigentlich eine Ausdauer? Ich sehe keine. Kann man hier vielleicht was sehen? Nee. Wir erkunden mal weiter. Was soll's? Dann kommen wir heute halt nicht weit. Oder ich mache die Folge einfach ein bisschen länger, aber ich komme hier nirgendwo hoch. Ich könnte auch einfach die Straße da hinten nehmen. Aber das wäre halt zu einfach. Ich glaube, wir kommen hier insgesamt auch nicht weiter, oder? Das ist halt noch nicht unser Ziel. Wir könnten mal eine Schnellspeicherung machen. Ist nie verkehrt. Noch ein Lagerfeuer. Ich würde jetzt hier einfach auch eins machen, damit das halt auch mal aktiviert wurde. Gut, dann gehen wir doch eher der Quest nach. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Sammeln nebenbei Blümchen. Denn die werden wir brauchen. Mmh. Hä, sind die wieder gespawnt? Ja, Tatsache. Ich
erster Treffer. Können wir aber was aufsammeln hier. Hm, das sieht gut aus. Loe. Aloe Vera. Nee, ist es nicht. Loe ist was anderes. Okay, da wird einer rot. Jetzt los. Ich will ja doch nur ein bisschen grinden, bevor wir in die Welt gehen. Ich glaube, daran sehe ich jetzt nicht unbedingt Loot. Ha, sehr nützlich. Schrei doch noch lauter, immer gut. Komm, lass wir die jetzt mal in Ruhe. Das kennst du ja schon an Maschinenquälerei. Aber hier können wir noch viele Blumen sammeln. Und vielleicht auch noch mal schnell Rohstoffe, Munition. Moment. Ah, Herstellung muss ich hin. So, damit haben wir das. Spezialobjekte. Modifikation, was ist das hier? Ah, ich bin schon wieder im Inventar, ich will aber Herstellung. Waffenbeutel, vergrößere deinen Waffenbeutel. Da brauchen wir mehr Metallscherben für. Sprengfallen. Gehen wir erstmal zu dem Typen, der uns die verkaufen soll. Den Bogen auch wegstecken. Die Ausgestoßene. Moin. Es ist gegen das Gesetz, mit Ausgestoßenen zu sprechen. Ja, ihr seid alle dumm. Möge die Göttin mir vergeben, aber es ist verboten, mit Ausgestoßenen zu reden. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Jetzt seid ihr auch nicht gerade. Stufe 5 erreicht. Aufstieg. Ein Fertigkeitspunkt und eine Maximalgesundheit gibt es sogar auch noch. Das ist ja gut. Gut, Fertigkeiten. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Alter, was zum Teufel?
Okay, kosten aber 2. Aha. Kann man alles lernen mit der Zeit oder ist das... Ach, den Stealth Strike. Ja gut, dann würde ich einfach mal sparen. Wie gesagt, wir haben ja noch nicht mal jetzt hier... Wir sind ja noch nicht mal aus diesem Prolog hier raus, ne? Wir sind ja immer noch hier. Kann nie genug Blümchen geben. Das nehme ich lieber mit. Ja, überall Pferde und Wächter. Oh, Medizinbeutel ist voll. Können wir daran was ändern? Der Rohstoffbeutel, ist das der? Gut, nee, das war da nicht. Aber egal. Oh, wir haben es ja bald geschafft. Die ganze Folge eigentlich nur am Rumdümpeln, Sammeln und so. Aber hey, wir schaffen es vielleicht doch noch zu dem... Ja, Cast. Cast. Er wird nervös. Ja, mega nervös. Sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin, dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Der Verbrechen? Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh. Ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Was? Schatzkiste. Was? Was soll ich denn jetzt kaufen? Ich weiß nicht, was ich... Hä? Vielleicht muss ich erstmal verkaufen, weil eine Linse... Plündererlinse... Wächter? Ah, ne. Wollte der eine Wächter oder eine... Komm, wir verkaufen die mal alle. Dann haben wir auch ein bisschen Spielgeld. Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ich bin bereit zum Handel, und du? Eine Stolperfalle, aber nehmen wir die Schockfalle oder die Detonierungssprengfalle? Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ich bin bereit zum Handel. Hä? Und du? Okay, das finde ich jetzt... Oh. Gut, ich hätte gar nichts verkaufen müssen. Egal. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich? Jetzt sag bloß. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert.
Je besser die Teile, desto mehr Schaden zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Moment, wir können ja nicht einfach so irgendwo hingehen. Tutorial? Stelle Maschinen mit Schockdrähten eine Falle. Probieren wir es aus. Ein Fuchs. Ah, der bringt auch nur Essen. Aber die bringt mehr. Sieht gut aus. Der nicht, aber... Habe ich denn hier nicht eigentlich? Funktioniert denn das? Läuft. So, Tutorial haben wir auch abgeschlossen und gute XP dafür bekommen. Sehr schön. Wir haben nicht mal Schaden bekommen. Ey, wow. Aber sonst... Was war das? Na, holen wir uns mal den Loot noch. Ein echter Glücksfund. Und eventuell geht's da sogar noch hoch. Mal gucken.
Komm mal dahin, ich glaube nicht. Okay, gut, keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Haben wir nichts. Tutorials sind auch abgeschlossen. Ja gut, dann vielleicht noch mal kurz auf die Karte gucken. Ruinen. Ich denke mal, grün bedeutet, dass wir da schon waren. Andererseits, wir können ja trotzdem mal hingehen. Es spricht ja nichts dagegen. Nicht runterfallen. Oh, ja gut. Das habe ich mir zwar anders vorgestellt. Aber gut. Ich bin zufrieden. Das brauche ich vielleicht noch. Bestimmt, sicherlich. Wer weiß. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich für diese Folge und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin,